Ja, wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen, wie immer pünktlichst. Schön, dass Sie da sind. Ein paar Plätze dazwischen gibt es diesmal noch. Das heißt, es muss niemand stehen, falls Sie nicht möchten. Ja, dürfen Sie herzlich nach vorne einladen. Mein Name ist Gerhard Stephan, ich darf Sie im Namen der RBI und gemeinsam mit PwC und Business Circle zu dieser Veranstaltung wie immer oder wie fast immer begrüßen. Achtsamkeit, heute ein Thema im Titel. Ich würde gerne mal achtsam sein darauf, wer heute hier ist. Einige Gesichter kenne ich, viele Gesichter kenne ich, muss ich sagen. Einige habe ich noch nicht gesehen oder sagen mir zumindest nichts. Mich würde es mal interessieren, gibt es jemanden, der zum allerersten Mal in diesem Saal bei diesem Format ist? Na, schon ein paar, also sagen wir mal ein Dutzend ungefähr. Fein. Also herzlich willkommen denen, die es noch nie erlebt haben. Ebenso herzlich willkommen, die es schon öfters erleben. Ich glaube, wir dürfen uns auf einen spannenden Vortrag wieder freuen. Und ich übergebe gleich an Romy. Vielen Dank, Gerhard. Ja, wir sind begeisterte Gäste der RBI hier und gemeinsame Gastgeber auch, obwohl wir ja, wenn wir den Raum bestellen für ein bestimmtes Datum, immer dazu sagen, wir hätten gerne Sonnenschein, weil dann ist dieser Blick noch fantastischer, als er heute ist, aber wir genießen es auch bei Regen. Herzlich willkommen, auch im Namen von Business Circle. Für mich ist ein Breakfast Briefing morgen immer ein ganz spezieller. Warum? Wir machen diese Serie von Breakfast Briefings mittlerweile seit 12 Jahren. Und jedes einzelne ist so, dass wir uns Themen anschauen oder auswählen, Menschen zu uns einladen, die uns sozusagen, wo wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen und die uns irgendwo berühren. Und dass wir das gemeinsam mit unseren gemeinsamen guten Geschäftsfreunden, Mitarbeitern tun, macht einfach ganz besondere Freude. Bevor ich jetzt den Vortragenden, unseren Gastredner vorstellen darf, möchte ich zuerst dich, Bianca Flaschner, als Senior Managerin bei Pricewaterhouse einladen und um deine Begrüßung bitten. Ich weiß, dass du zum Thema Achtsamkeit mit deiner Kompetenz für People and Organizations, du begleitest sehr viele Unternehmen in Veränderungsprozessen und damit musst du auch Menschen mitnehmen. Richtig, genau. Vielen Dank, Romy. Einen schönen guten Morgen auch von meinerseits. Mein Name ist Bianca Flaschner von PwC, People and Organization. Ich hoffe, Sie kennen uns alle. Was machen wir? Wir beraten Kunden in sämtlichen Aspekten des Personalmanagements, also von der Personalstrategie beginnend bis zur operativen Umsetzung, außer Recruiting. Und ich finde das Thema besonders spannend. Du erntest, was du siehst, weil letztendlich, warum investieren zahlreiche Unternehmen weltweit in Führungskräfteprogramme, in Führungskräftenachwuchsprogramme? Es ist die Führungskraft per se, die eine Vorbildwirkung hat und massiv Unternehmenskultur, Mitarbeiterloyalität, Mitarbeiterentwicklung, aber auch Mitarbeiterleistung beeinflusst. Und das zeigt sich gerade in Zeiten wie diesen, die geprägt sind von Veränderungen, sei es Digitalisierung oder Technologie per se, welchem Unternehmen es gelingt, die Mitarbeiter in diesen Veränderungsprozessen mitzunehmen oder auch nicht. Das heißt, ich als Personalleiterin, ehemalige und fokussiert auf Personaldienstleistungen, kann das nur wirklich zu 100% unterstreichen. Es ist tatsächlich so, du erntest, was du siehst. Schön zusammengefasst, wobei wir wollten den Vortrag noch gar nicht zusammenfassen, aber ein wunderbares Intro. Ich habe vor fast einem Jahr dich angerufen, Johannes Wart, und habe gesagt, das 115. Breakfast Briefing steht auf dem Programm, und zwar nächsten Mai, und dazu hätte ich dich gerne. Und das passiert selten, dass wir jemanden viermal, nicht hintereinander, binnen zwölf Jahren einladen. Aber Johannes Wart ist jemand, der wie kaum ein anderer Bilder in die Köpfe zaubert, die dann direkt ans Herzen gehen. Und deshalb hat Johannes bei mir ein unglaubliches, wir sagen im Dialekt im Bregenzer Wald, ein Stein im Brett. Wir wohnen übrigens auch ganz nahe, also auch die Heimat verbindet uns ein Stück weit. Johannes Wart ist normalerweise auf ganz, ganz großen Bühnen im deutschsprachigen Raum, weil es gibt unglaublich viele Menschen, die wir begleiten oder die Mut brauchen. Er ist ja im Hauptberuf Mutmacher. Und deshalb freue ich mich ganz, wirklich ganz besonders, dass du heute ganz exklusiv bei uns bist, extra aus Berlin angereist mit seiner
wunderbaren Frau Rebecca, herzlich willkommen auch an dich. Bitte um einen ganz herzlichen Auftrittsapplaus für Herrn Barth. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Romy. Weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich bin das erste Mal in diesem Raum. Ich kam rein und habe gedacht, eigentlich könnten wir nur 45 Minuten rausschauen. Und es wäre auch was passiert. Nein, es ist mir eine ganz große Ehre. Und wie Romy schon sagte, wirklich, ich habe das Gefühl, 12 Jahre, irgendwie, ja, war schon oft hier. Und noch nie in diesem Raum. Zwei wichtige Dinge, Romy, noch. Es ist gut, dass die Sonne nicht scheint. Weil dann bleibt sie hier im Raum. Weil sonst würden Sie vielleicht noch mehr abgelenkt sein und die ganze Zeit Ihre Achtsamkeit nach draußen wenden und ich hätte eine große Konkurrenz. Aber ich hoffe, ich schaffe es, Ihnen die nächsten, ja, wie viel habe ich, 45 Minuten, na gut, die nächsten 50 Minuten etwas Achtsamkeit näher zu bringen. Ich finde es ganz toll, dass hier der Titel "Du erntest, was du säst" steht. Weil das ist eigentlich schon eine der Hauptaussagen meines Vortrags zum Thema Erfolg. Ich könnte Sie jetzt fragen, wer hat gerne Erfolg? Ich mache das mittlerweile nicht mehr, weil in dem Moment gibt es manchmal zögerlich so. Ja, manche müssen sich outen. Deshalb keine Frage mit Handzeichen, sondern nur Gesichtszeichen. Wenn ich Ihnen jetzt die Frage stelle, wer hat gerne Erfolg, machen Sie einfach so einen. Das sehe nur ich. Und ich habe trotzdem das Gefühl, es gibt Menschen, die gerne Erfolg haben. Wer hat gerne Erfolg? Na doch, schon einige dabei. All jene, die jetzt nichts gemacht haben, ich kann Sie beruhigen, Sie haben ihn auch. Denn der Erfolg ist ja eine logische Sache. Genauso wie die deutsche Sprache. Ich liebe diese Sprache. Sie ist so logisch. Schauen Sie, Aktentasche, die Tasche für die Akten. Der Stehtisch, der Tisch zum Stehen. Das Rednerpult, falls wir eins hier hätten, das Pult zum Reden. Flipchart, das Chart zum Flippen. Und Erfolg, er folgt. Ja, logisch. Das Wort kommt genau daher. Er folgt. Die Folgen von. Nur manche Menschen wissen nicht mehr von was. Oder Organisationen, könnte man auch sagen, wissen nicht mehr von was. Die Folgen von, logischerweise von Saat und Ernte. Du erntest, was du säst. Das hat sich seit Tausenden von Jahren nichts geändert. Und ich bin im Moment neuer Besitzer eines kleinen Gartens. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich Möhren gesät, aber ich werde sie nicht ernten. Wir haben Schnecken. Ach. Da frage ich mich dann, was sind die Schnecken in unserem Leben, die alles auffressen? Du erntest, was du säst. Und weiß ich, ob Sie schon gehört haben, Romy, ich habe es verraten, wir kommen geografisch ganz nah voneinander. Sie ist eine Bregenzer Wälderin und ich bin ein Oberschwabe. Luftlinie 50 Kilometer entfernt, aufgewachsen. Und bei mir in meiner Heimat Oberschwaben sagt man deswegen auch, ich sähe es schon kommen. Ich sähe es kommen. Wir säen das Kommen. Und manche säen das Gesäte auf sich zukommen. Das Gesäte kommt näher und näher. Das Gesäte schlägt auf. Und dann sagen die, damit habe ich nicht gerechnet. Da kann ich nur sagen, wie dumm ist das denn? Sie haben es doch gesät. Wenigstens das muss man wissen. Wir haben es gesät. Und das war der Grund, warum ich das Thema Achtsamkeit, ich weiß noch, vor einigen Jahren war ich mit Rednerkollegen, Reinhold war da auch dabei, zusammen und wir haben uns so unterhalten, was könnte in den nächsten Jahren ein spannendes Thema für einen Redner sein? Und dann sind wir so die Worte durchgegangen, Resilienz, Nachhaltigkeit. Und bei Achtsamkeit sagten alle, um Gottes Willen, das ist so besetzt. Achtsamkeit musst du nicht mehr reden, das ist total besetzt. Und dann dachte ich mir, gutes Thema, wenn es besetzt ist. Die Frage ist ja nur, wie besetzt man es? Und da habe ich es einfach so untersucht und habe festgestellt, ja logisch, Achtsamkeit, da stecken die acht Samen drin. Acht Samen der Achtsamkeit. Und die möchte ich Ihnen heute etwas näher bringen. Und logischerweise, der erste Same ist der eine Same, der Einsame. Ganz wichtig für all jene, die es im Moment erleben, wichtigste Lebensphase. Ich behaupte, wer mit sich selbst nicht klarkommt, darf nie erwarten, dass andere das tun.
Ganz entscheidend wichtig. Achtsamkeit beginnt mit dem einen Samen. Hey, ich bin in der Lage, mit mir selbst klarzukommen. Und dann kann ich mich einem anderen Menschen zumuten. Und deshalb ist es wichtig, dass Sie eines wissen, und ich gehe davon aus, Sie wissen es vielleicht in dieser Form noch nicht, Sie alle, meine Damen und Herren, sind einsame Spitze. Der Begriff einsame Spitze, ich weiß nicht, ob Sie wissen, woher der kommt. Der kommt aus der Biologie. Der eine Same an der Spitze. Und nun die ganz einfache Frage heute Morgen schon. Wer war das bei Ihrer Zeugung? Bitte jetzt nicht die Eltern vorstellen. Also Zeugung und Eltern, das kommt nicht gut. Nein, Sie müssen das biologisch sehen. Der eine Same, ich zeichne Ihnen den gleich mal auf, damit Sie wissen, wie das aussah. So sah das aus. Der eine Same an der Spitze. Und es gibt ja immer wieder Menschen, die kommen zu mir und sagen, ich habe noch nie was gewonnen. Wissen Sie, ich bin so ein Loser-Typ. Ich habe noch nie was gewonnen. Dann sage ich, stimmt nicht. Sie sind von Anfang an Gewinnerinnen und Gewinner. Schon beim Beginn Ihres Lebens waren Sie ganz vorne Gewinner. Und dann gibt es Leute, die wollen das immer relativieren. Die sagen dann, naja, aber da waren doch nicht viele dabei, oder? Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen eins sicher sagen, zwischen 40 und 400 Millionen Mitbewerber. Das müssen Sie mal vorstellen. Ich darf Sie als Beispiel nehmen. Sie waren da ganz vorne. Hinter Ihnen 40 bis 400 Millionen. Und dann Sie, Erster! Ja! Einsame Spitze. Das ist so wichtig. Und deshalb, ganz einfach als Experiment, ich zähle auf drei und dann darf ich Sie bitten, dass Sie sich alle gleichzeitig umdrehen und der Person hinter Ihnen sagen, Sie sind einsame Spitze. Okay, wir probieren es mal. Achtung, eins, zwei, drei. Alle bitte gleichzeitig umdrehen, sehen Sie. Es ist jedes Mal das Gleiche. Es will von Ihnen keiner wissen. Alle wenden sich ab. Alle wenden sich weg. Deswegen, logische Schlussfolgerung, sagen Sie es sich selbst. Und zwar jeden Tag. Und das ist nicht, auch wenn es so klingt, dahergesagt, es ist so wichtig. Du erntest, was du säst. Ich könnte an der Stelle schon verraten, self-fulfilling prophecy ist nichts anderes. Was sprichst du aus? Schaue ich in den Tag und sage, hey, ich habe kein so ein schöner Tag. Sieht sehr stark nach Regen aus. Oder Sie schauen raus und sagen, wow, es regnet kaum. Wow, das ist eine andere Denke. Du erntest, was du siehst. Und ich bin wirklich, wenn ich ein Wissen habe, dann ist es das, wie verhalten sich, Sie haben es schon beschrieben, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Unternehmen bei den Auftaktveranstaltungen, Kick-Off. Wie oft in meinem Leben, bin seit 35 Jahren jetzt unterwegs, seit 33 Jahren selbstständig und halte Vorträge in unterschiedlichsten, wirklich unterschiedlichsten Konstellationen. Und ich staune jedes Mal, wie fühlt sich ein Raum. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Bei Kick-Off-Veranstaltungen tritt letzte Reihe zuerst. Dann wird nach hinten aufgefüllt. Und dann nach dem biblischen Motto, Sie haben es erlebt, die Letzten werden die Ersten sein. Vorne will keiner sitzen. Und genau so ist auch die innere Verhaltensweise. Verhalten. Man hält. Auch da ernten Sie, was Sie sehen. Und ich mache immer wieder so Feldforschung. Das habe ich bei einem, ich weiß gar nicht, ob das bei dem Kongress von dir war, Romy, da habe ich einen österreichischen Professor hier aus Wien erlebt, der immer von der Feldforschung sprach. Der sagt, oh, das ist ganz wichtig, ich muss eine Feldforschung. Ich gehe mal raus in die Gaststätten, da habe ich eine Feldforschung. Und ich mache jedes Mal Feldforschung und beobachte, wie kommen die Menschen zu einer Veranstaltung. Ich würde mal sagen, 70% aller Veranstaltungen, und da liege ich noch weit über dem, was Gallup irgendwie festgestellt hat, 70% der Menschen gehen so zu einer Veranstaltung. Hey, das ist wieder ein schwerer Tag, oh, das kotzt mich schon wieder. Und dann sage ich denen, du erntest, was du säst. Ich habe in Münster an der Universitätsklinik gesprochen. Vor einigen Jahren habe ich mit Ärzten gesprochen. Was passiert, wenn man so in den Tag geht? Hey, du wirst wieder ein schwerer Tag. Alle Ärzte haben es gesagt, man bekommt Rückenprobleme. Du erntest, was du säst. Deswegen so wichtig, sich täglich
über seine persönliche Einstellung. Und hier weiß ich, erzähle ich Ihnen nichts Neues. Und gleichzeitig ist es so wichtig, dass wir uns dessen immer wieder bewusst sind. Es gibt zum Glück diesen Selbstprüfindikator. Sie kennen das alle, dieses, man sagt neudeutsch, der Event am Morgen. Das Wort Event stammt aus meiner Heimat Oberschwaben. Event, also ich wende, Event, mich der Tatsache im Leben hin. Und wann haben wir das? Morgens mit uns im Badezimmer vor dem Spiegel. Kennen Sie diesen Event? Sie müssen eines wissen, hier erlaube ich mir zu sagen, Sie müssen eines wissen. Das, was Sie morgens im Spiegel erleben, erleben Ihre Mitmenschen täglich mehrere Stunden. Und ich weiß, für manche jetzt eine harte Botschaft, aber this is reality. Deshalb ist es so wichtig, dass Sie morgens vor dem Spiegel stehen und sagen, hey, du bist einsame Spitze. Du bist einsame Spitze. Und dann hinausgehen aus dem Badezimmer mit dem Satz auf der Lippe, das Beste, was dem Menschen heute begegnen kann, bin ich. Mal ehrlich, und wenn es nicht so ist, ich bin ganz ehrlich, wenn es nicht so ist, bitte bleiben Sie im Badezimmer, bitte gehen Sie nicht raus. Sie wären eine Zumutung, eine absichtliche Zumutung. Es geht doch kein Mensch aus dem Badezimmer und sagt, ich bin der Schocker. Oder Sie gehen morgens raus und sagen, wer mich sieht, der hat einen schlechten Tag. Ich meine, wenn Sie das machen, müssen Sie sich nicht wundern, was danach passiert. Du erntest, was du säst. Deshalb der eine Same, sich täglich zu sagen, hey, da gibt es noch viel zu tun. Aber in der Basis bin ich einsame Spitze. Das Gute über sich selbst auszusprechen. Der zweite Same ist logischerweise der Zweisame. Zwei zusammen sind mehr als einer. Und es ist ein Riesenunterschied, ob man in den Unternehmen zusammenarbeitet oder nur zusammenarbeitet. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich arbeite zusammen in unserem Unternehmen mit ganz vielen Menschen. Dann sage ich immer, schön. Schön, vor allem wenn sie in einem Krankenhaus sind. Schön, wenn die zusammenarbeiten. Also zusammenarbeiten im gleichen Unternehmen und nicht zusammenarbeiten. Und diejenigen von Ihnen, die vielleicht in dieser beruflichen Welt tätig sind, die wissen das. Ich habe einen Freund, der ist Professor an der Charité, der hat das mir einmal erzählt. Als er als junger Assistenzarzt bei einer Operation dabei war, und da ist ein kleiner Fehler passiert. Und er hat sich erlaubt, seinem Herrn Professor damals zu sagen, was erlauben Sie sich? Sind Sie wahnsinnig geworden? Sie haben mich vor meinem kompletten Team wie einen Idioten hingestellt. Sie glauben doch nicht, dass ich das nicht auch gesehen habe. Wissen Sie, wie viele Fehlamputationen es in der Bundesrepublik Deutschland gibt jedes Jahr? Wie viele Dinge passieren? Und es ist keine Anklage, bitte verstehen Sie mich hier richtig. Keine Anklage. Aber ganz viele Dinge passieren deswegen, weil man nicht zusammenarbeitet. Ich kann in jede Branche, egal welches Unternehmen Sie hier nehmen, hineinschauen, arbeiten die Menschen zusammen. Und manchmal ist es nur ein kleiner Blick. Ein winzig kleiner Blick, wo einer vielleicht bei einer Operation macht, das hat mir dann mein Freund erzählt, Schlaue machen das so. Das reicht schon. Und dann macht er, oh, macht so. Und die anderen, das ist interessant, die Kollegen, die das mitbekommen, sagen, wow, hast du mitgekriegt, wie die zusammengearbeitet haben? Wow. Ja. Danach sind sie wahnsinnig geworden. Nein, nein, zusammengearbeitet. So wichtig. Ich hatte heute schon ein wunderbares Erlebnis hier in diesem Haus. Ich habe mein Fahrzeug hier im Haus geparkt, Eingang Invalidenstraße. Ich weiß nicht, wer in diesem Parkhaus von Ihnen steht. Und ich hatte gestern schon, ich habe meinen Wagen gestern Abend schon hierher gefahren, so nach dem Motto, damit weißt du ja nicht, wie viele Wiener morgens unterwegs sind. Dann kommst du nicht mal mit der U-Bahn reingefahren. Und dann hatte ich wirklich diese berühmte Frage, wo geht's lang? Kennen Sie die, wenn Sie manchmal irgendwo sind und wissen nicht, wo wird der Haupteingang sein? Und Rumi hat mir gestern Abend schon gesagt, Invalidenstraße, nicht wirklich der richtige Ort, da musst du wieder so. Packe ich mein Fahrzeug, steige aus, gehe vorhin zum Fahrzeug und da steht ein Mann. Und jetzt habe ich etwas gemacht, was anscheinend für uns Männer untypisch ist. Ich habe ihn gefragt. Ich habe ihn angerufen, hallo, hallo. Ganz kurze Frage, wissen Sie zufällig, wie man so schnell wie möglich... Und wissen Sie, was der sagte? Kommen Sie mit. Laufen Sie am besten hinter mir her.
Und sofort hatte ich das Gefühl, oh, ich bin in guten Händen. Und ich bin auf einem Weg hierher gekommen, wo ich behaupte, den haben Sie nicht erlebt. Backstage. Geheime Wege. An Treppen, die gerade frisch gesprüht wurden, vorbei. Großartig. Und ich hatte schon ein Erlebnis und ich habe gemerkt, zusammenarbeiten. Aber dazu ist auch eines wieder wichtig. Und das ist heute hier auch in diesem Raum passiert, dass ich ein neues Wort gefunden habe für meinen Vortrag. Somebody loves you. Ist da irgendjemand in Ihrem Leben, der Sie liebt? Der gerne mit Ihnen zusammenarbeitet? Bitte jetzt keine, überhaupt keine Zeichen. Hier müssen Sie nichts machen. Nur für sich selbst wichtig. Ich werde auch nie vergessen, diese Frage gebe ich, die habe ich noch nie erzählt. Es war mal ein Meeting, da hatte ich auch einen Redner erlebt, großartigen Professor, auch so viel verrate ich. Und der hat allen hier vorne was erzählt und alle hatten das Gefühl, wow, mit diesem Menschen brauchst du nicht reden. Dem kannst du keinen einzigen Satz so formulieren, dass er dir danach wirklich ein Lächeln gibt. Und hat dann diese ganze Veranstaltung mehr oder weniger auch so ein bisschen, oh, was für ein Quatsch hier, so wenn ich jetzt sagen würde, Business Break, also so Breakfast Business Meeting, so als Quatsch, wären Sie doch lieber da draußen in ein schönes Kaffee gegangen. Also, so hat er geredet und anschließend stand er mit dem Organisator zusammen und hat da wieder ganz tolle Worte von sich gegeben. Und dann stellte, das war in Englisch, der Veranstalter ihm eine einzige Frage. Do you have family? Und der Frage schwang für mich so klar mit, gibt es irgendjemanden auf dieser Welt, der dich liebt? Do you have family? Is there somebody who loves you? Und das ist so wichtig, dass wir Menschen um uns haben, Teams. Und ich sage immer wieder, wenn es zum Thema Team geht, wir müssen nicht gemeinsam in Urlaub fahren. Es reicht ja, dass wir ein Drittel unseres Lebens mit dem Menschen verbringen. Das ist so. Wenn Sie irgendwo arbeiten, in der Regel verbringen Sie ein Drittel Ihres Lebens, zumindest solange Sie dort sind, mit den Menschen, die um Sie sind. Und hier gilt manchmal nur ein liebevoller Blick. Unter dem größten Stress kommt jemand und sieht ihn wieder und sagt, hey, wow, wir kennen uns. Wow, schön. Wow. Oder, guten Morgen. Wissen Sie, wie viele Lehrerinnen und Lehrer jeden Tag so in ihr Berufsfeld gehen? Heute war es wieder ein schwerer Tag. Klasse 10a, oh, das kotzt mich schon wieder an, weil ich dann, nein, was, oh, guten Morgen. Keine Anklage gegen Lehrerinnen und Lehrer. Aber nur als Beispiel, so wichtig, zusammenarbeiten. Der dritte Same, den freue ich mich ganz besonders immer, weil der heißt der Dreisame. Der Dreisame. Und sollten Sie zufällig aus Freiburg im Breisgau kommen, da gibt es einen Fluss, der heißt Dreisam. Mit dem hat das aber nichts zu tun, sondern es kommt aus dem Englischen, aus dem International, ne, haben wir ja auch hier, International Bank System. To try. Etwas ausprobieren, bevor ich sage, es geht nicht. Weiß ich, wie es Ihnen geht. Da sagen Sie Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wir haben einen Veränderungsprozess, wir werden die Software umstellen. Oh, nö. Die haben noch keine Ahnung von der Software, das kann ich Ihnen mit Sicherheit sagen. Aber die wissen jetzt schon, oh, nö. Oh, was soll ich denn noch alles machen? Ja. Nein, der Try-Same ist so entscheidend. To try. Etwas probieren. Und am besten mit der inneren Einstellung, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich gebe Ihnen ein ganz einfaches Beispiel. Ich bin gerade hier, vor allem in den letzten 2 Tagen, ich bin schon 2 Tage hier in Wien aufgefallen. Sie wollen noch einmal eine neue Sprache lernen. Kann ja sein. Jetzt könnten Sie wieder so ein Gesichtszeichen machen. Es gibt manchmal Menschen. Obwohl das Gallup-Institut vor Jahren schon gesagt hat, spätestens mit dem 35. Lebensjahr haben wir in uns einen einzigen Satz, jetzt geht es nicht mehr. Ich hätte früher anfangen müssen. Ich wollte immer. Ich wollte ja immer schon einmal. Aber, und jetzt sind die Eltern schuld. Meine Eltern. Ich sage Ihnen auch, woran es liegt. Es gibt Eltern, die hängen an ihren Kindern. Das müssen Sie sich jetzt mal sprachlich wieder betrachten. Kennen Sie? Sind Sie vielleicht auch solche Eltern, die an den Kindern hängen? Stellen Sie sich das jetzt mal vor. 7-jähriges Kind und links und rechts hängen Eltern dran.
Sie müssen eines wissen, das Kind wird nie laufen lernen, nie. Es wird nie in der Lage sein, selbst zu laufen, weil die Eltern hängen da dran. Und das ist schwierig. Das Kind muss entweder die Eltern abschütteln, das ist dann für die Eltern manchmal blöd, oder das Kind wird sich nie selbstständig bewegen können. Ganz entscheidend. Ja. Angenommen, Sie wollen noch Chinesisch lernen. Das verstehen Sie jetzt, was ich meinte mit der Stadt. Sie wollen Chinesisch lernen. Dann gebe ich Ihnen einen ganz einfachen Tipp. Beginnen Sie heute noch, und tun Sie das wirklich, beginnen Sie heute noch mit einem einzigen Wort Chinesisch. Dann können Sie morgen früh aufwachen und sagen, wow, ich habe meine Chinesischkenntnisse über Nacht um 100% gesteigert. Und jetzt bin ich vor kurzem korrigiert worden. Ich bin immer offen für, ja, ich nenne es jetzt mal, weiterbringendes Feedback. Da kommt eine Veranstalterin auch zu mir und sagt, Herr Wart, ich muss Sie korrigieren. Das sind nicht 100%. Weil Sie hatten ja vorher 0. Das ist dann unendlich. 100 ist es erst am zweiten Tag. Auch interessant, ne? Ein einziges Wort, Chinesisch, und wenn Sie das pro Woche nur ein einziges Mal machen, nur einmal pro Woche, können Sie schon in einem Jahr 52 Worte elementar Chinesisch. Und das kann man hier in Wien gebrauchen. Kann ich sagen. Übrigens genauso wie in Berlin, genauso wie in Heidelberg. Ich lebte einige Jahre in Heidelberg und werde ich nie vergessen, vor vielleicht ein paar Monaten war ich mal wieder dort am Bahnhof, war eine Gruppe Chinesen, kommt eine Dame aus der Gruppe auf mich zu. Hello, excuse me, hello, we're looking for this hotel. Hotel, Hotel, hatte so einen Hotelnamen hier stehen. Looking for this hotel. Und ich kannte das Hotel und habe zu der Dame gesagt, follow me. Eine ganze Gruppe Chinesen lief dann sofort hinter mir her. Eine ganze Gruppe Chinesen. Unglaublich. Und glauben Sie mir, das ist ein tolles Gefühl, wenn freudige Chinesen so hinter einem herlaufen. Super. Wesentlich besser als eine Gruppe Oberschwaben. Heute wird's wieder ein schwerer Tag. Heute wird's wieder schwer. Und habe ich die ganze Gruppe vom Bahnhof zum Hotel gebracht. Und vor dem Hotel angekommen, kommt wieder diese Dame auf mich zu und sagt, thank you, thank you. Und das müssen Sie sich jetzt mal vorstellen, ne? In dem Moment wusste ich, das ist ein guter Moment, eins meiner zwei chinesischen Worte herauszuholen. Zu diesem Zeitpunkt konnte ich zwei chinesische Worte. Guten Tag, ni hao, ni hao, und auf Wiedersehen, zai qian. Und das habe ich gemacht. Ich habe einfach zu der Gruppe gesagt, zai qian. Was jetzt passierte? Die ganze Gruppe. Ich habe keine Ahnung, was die gesagt haben. Aber die waren sichtlich, ne, ich habe es ja gesehen, gut drauf. Nur wegen einem einzigen Wort. Auf Wiedersehen in Chinesisch. Stellen Sie sich das jetzt mal umgekehrt vor. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Sie machen Urlaub in Papua-Neuguinea. Befinden sich gerade bei einer Dschungelwanderung mit Ihrer Reisegruppe. Und dann kommt aus dem Dickicht des Dschungels. Können wir hier mal so ein Dickicht machen, ne? So aus dem Dickicht des Dschungels kommt plötzlich so ein muskulöser Körperbau, Arnold Schwarzenegger in jungen Jahren, mit einem Lendenschurz, ein gewaltiger Nasenring, eine Feder durch die, oder ein Knochen durch die Haare, stellt sich vor sie hin und sagt, Servus, Servus. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Das sprengt Ihr Vermögen, ne? Also Ihr Denkvermögen, ne? Sofort. Und vielleicht hat er sogar 52 Worte gelernt, weil er ein Jahr lang jede Woche ein Wort lernte und sagt zu ihnen, Servus, magst du Bier? Glauben Sie mir, diese Geschichte würden Sie zu Hause als allererstes erzählen. Als allererstes. Wenn Sie heimkommen, egal wie toll der Urlaub war, Sie würden sagen, ich muss dir was erzählen, wir waren mitten im Dschungel, in Papua-Neuguinea. Da kommt so ein, du warst schon so ein Dschungelianer, kommt da, stellt sich vor uns hin und sagt, Servus, magst du Bier? Wahnsinn. Übrigens sollten Sie Führungskräfte sein oder Kräfterinnen oder Kräfterer. Wenn Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus einem anderen Land haben, übrigens das Wort Mitarbeiter möchte ich an der Stelle auch nochmal erklären, Mitarbeiter bedeutet, und das muss man immer wissen, man muss selber arbeiten. Wenn Sie nicht selber arbeiten, haben Sie keine Mitarbeiter, das geht nicht. Dann haben Sie mit Rumhängern, mit Zuguckern, mit Nichtstuer. Denen empfehle ich immer, nehmen Sie Angestellte. Angestellte stellen sich irgendwo an und warten den ganzen Tag, bis jemand kommt und ihnen erzählt, was sie tun könnten. Dafür müssen sie aber viel arbeiten, um denen immer zu sagen. Aber zurück.
sollten Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus anderen Ländern haben, und ich kenne zumindest bei uns in der Bundesrepublik kaum noch Unternehmen, die nicht manchmal sogar existieren könnten, Hotels, keine Chance mehr in Deutschland. Ohne Menschen aus anderen Ländern, vor allem Servicekräfte aus Polen, bei uns ganz viele. Und da sage ich den Führungskräften, lernen Sie doch einfach mal ein Wort in der Sprache dieser Menschen aus anderen Ländern. Zum Beispiel Danke, in Polnisch Dziękuję. Relativ einfach, dann sagen die Proszę, Proszę. Im Ungarischen, ich liebe diese Sprache, kommt zufällig jemand aus Ungarn. Sie sind Ungarin, fantastisch, großartig, ich liebe diese Sprache. Köszönöm, szívesen, ne? Ich liebe das. Ich habe irgendwann mal das ungarische Nationalgedicht, zumindest am Anfang auswendig gelernt. Dobro modior hia hosa, it das idör most vojtjor, robogle dünk vo sabadok, is oker des walosodok. Also ich weiß nicht, ob ich es genau richtig gesagt habe, aber so ungefähr, ne? Man weiß. Okay, naja, manchmal höre ich da auch, Mann, Sie sind der erste Deutsche, der dieses Gedicht auswendig gelernt hat. Naja, ist egal. Ganz wichtig, to try. Ich bin immer noch beim dritten Samen. Etwas Neues ausprobieren ist nicht schwer. Aber oft sagen wir, Sprache, wann soll ich das noch lernen? Wann soll ich das noch machen? Ich würde so gerne Italienisch können, aber wann soll ich das machen? Pro Woche ein Wort. Wenn Sie Streberinnen und Streber sind, pro Tag ein Wort. Und dann würden Sie den Sprachschatz dessen, was ein deutscher Mann anscheinend aufgrund von neuer Umfragen überhaupt noch sagt, weit sprengen. Mehr wird nicht mehr geredet. Frauen kennen das, mein Mann redet nichts mehr. Also nicht bei Ihnen in Österreich, aber bei uns in der Bundesrepublik. Ganz wichtig. Ich habe mit 19 Jahren etwas Neues gelernt, das muss ich Ihnen nur erzählen. Das hat mein Leben revolutioniert, mit 19. München. Jonglieren. Darf ich fragen, wer von Ihnen kann jonglieren? Jetzt dürfen Sie ruhig ein Handzeichen machen. Ne? Doch schon einige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, einige. Hochinteressant, aber alle anderen wurden gerade psychologisch manipuliert. Ich halte 3 Bälle nach oben und frage, wer kann jonglieren? Wenige Strecken. Wir probieren es nochmal. Wer von Ihnen kann jonglieren? Ja klar, jeder von Ihnen kann jonglieren. Jeder. Denn wer bitte, meine Damen und Herren, behauptet, dass Jonglieren bei 3 Bällen losgeht? Das habe ich nicht gesagt. Das haben Sie selbst gesagt. Ich habe nur 3 Bälle hochgehalten, um Sie zu manipulieren. Aber Jonglieren, wie alles auf dieser Welt, beginnt mit dem ersten Ball, mit dem ersten Schritt, mit dem ersten Wort, mit dem ersten inneren Ja, I try. Wenn Sie mal eine Woche lang, jeden Tag, eine Stunde diese Übung machen, dann werden Sie schon nach kurzer Zeit feststellen, da muss doch noch mehr möglich sein. Und schon beginnen Sie nach wenigen Minuten schon mit dieser Übung so. Und nach weiteren wenigen Minuten machen Sie vielleicht schon diese Übung hier. Und nach noch weiteren wenigen Minuten machen Sie diese Übung. Und nach noch weiteren wenigen Minuten vielleicht sogar schon diese Übung. Und ich habe sogar schon mal an dieser Stelle Applaus bekommen. Habe ich schon mal hingekriegt. Naja. Wow. Opa. Jonglieren beginnt beim ersten Ball. Wie alles andere auch. Lassen Sie sich niemals etwas anderes sagen. Übrigens auch Unternehmertum, da Sie alle Unternehmerinnen und Unternehmer sind, möchte ich das auch sagen. Die meisten Unternehmen, die ich kenne, beginnen mit: Unser Großvater hat damals mit nichts angefangen. Robert Bosch nur als kleines Beispiel, weil es ja ein relativ bekanntes Unternehmen ist. 15 Jahre hat Robert Bosch an der Insolvenz entlang geschlittert. Alfred Krupp mit 14 war er, glaube ich. 14 oder 15 mit nichts insolvent das Unternehmen vom Vater übernommen begonnen. Der erste Schritt. Natürlich kommen dann die 2 anderen dazu. Und bei 3 Bällen müssen Sie nur logisch-mathematisch denken können. Sie haben 2 Hände und 3 Bälle. Wo ist das Problem? Richtig, Sie haben einen Ball zu viel. Sie müssen nur einen Ball loswerden. Das ist das ganze Geheimnis des Jonglieren. Sie müssen einen Ball loswerden. Einen Ball loswerden. Einen Ball loswerden. Und dann kommt die Routine. Das ist die Routine. Aber es beginnt mit einem Ball loswerden. Ein Ball loswerden. Und dann kommt die Routine. Und dann sagt man sich, okay, das habe ich drauf. Jetzt machen wir weiter.
beim Jonglieren meistens der sogenannte Oben-Rüber-Wurf-Trick. Der schaut so aus. Hoppa. 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 Und irgendwann sagt man sich, wenn es nach da geht, muss es auch nach da gehen. Das ist eine logische Sache. Und wenn es einmal geht, geht es jedes Mal. So, danke schön. Herzlichen Dank. Und ganz wichtig beim Jonglieren. Ganz wichtig. Wie bei allem im Leben. Wenn einmal ein Ball runterfällt, ganz wichtig, wenn ein Ball runterfällt, aufheben. Weitermachen. Viele machen jetzt den Fehler und sagen, siehste, ich hab's gewusst. Ich kann es nicht. Jonglieren beginnt beim ersten Ball. Und dann natürlich sagt man sich, weitermachen. Vier Bälle, da müssen Sie nur wissen, zwei Hände, vier Bälle. Das bedeutet pro Hand zwei Bälle. Das Phänomenale ist nur Folgendes, meine Damen und Herren. Das Jonglieren mit drei Bällen bringe ich jedem von Ihnen in maximal einer Stunde bei. Vier Bälle sind Sie Stunden, Tage, wenn nicht gar Wochen am Trainieren. Aber es kommt nicht wirklich besser an. Nein, haben Sie gemerkt, Ihre Reaktion war kaum besser als die beim drei Bällen. Das ist logisch. Man nennt das bei uns der deutsche Effekt. Ja, weiter, ja, weiter, ja, weiter. Sie haben einmal was Tolles gemacht und alle erwarten weiter, weiter, weiter. Und Sie haben etwas getan, was vielleicht viel mehr Aufwand mit sich brachte als beim ersten Mal, aber Sie bekommen nicht dementsprechend auch mehr Applaus oder Rückmeldung. Gerade für Führungskräfte ganz entscheidend. Sie haben eine super Idee. Einmal. Und alle sagen, wow, ist ja super. Beim zweiten Mal, okay, weiter. Übrigens, Unternehmen machen hier den Fehler und investieren nichts mehr. Die sagen, siehste, jetzt haben wir so viel investiert, haben wir eine super Veranstaltung gemacht hier, aber ich habe das Gefühl, da kam kaum Feedback. In Zukunft machen wir das nicht mehr. Denen sage ich, weitermachen. Weitermachen. Frauen kennen das auch. Sie gehen zum Friseur, investieren enorm viel Zeit und Geld, kommen dann nach Hause und... Fällt dir was auf? Da sagt der Mann in Oberschwaben, Hayas Essen ist noch nicht fertig. Und jetzt die Frage an die Damen, würden Sie dann nicht mehr zum Friseur gehen? Natürlich nicht, nein. Bitte, ganz wichtig, und das gilt jetzt für uns Männer auch. In dem Moment lassen wir uns gehen. Und ich glaube, deutlicher kann ich es nicht sagen. Wenn wir nichts Neues mehr wagen und investieren, lassen wir uns gehen. Und sich gehen lassen heißt, ich unterschreibe jetzt schon mal meine Entlassungspapiere. Ich lasse mich gehen. Und nachher passiert's, damit habe ich nicht gerechnet. Sag ich, aber Sie haben es doch schon viel früher eingeleitet, weil Sie nichts Neues mehr gewagt haben. Mit 20 hatte ich einen Traum. I have a dream to juggle with five balls. Man nennt dies auch die olympische Disziplin. Oder wie 1981, da war ich genau 20 Jahre alt, in München im Zirkus Krone, ein Weltklasse-Jongleur auf meine Frage. Ich bin extra an den Bühnenausgang gegangen, habe auf den gewartet und habe ihn gefragt, hallo, ich kann auch ein bisschen jonglieren. Wie geht das mit fünf Bällen? Und er sagte damals zu mir, fünf Bälle, das ist Eintrittskarte ins Profilager. Täglich 4 bis 5 Stunden trainieren. Täglich 4 bis 5 Stunden trainieren. Und damals, 1981, dachte ich mir, lassen wir es. Lassen wir es. Mach's lieber wie die meisten damals. 81 hat man einmal im Leben eine Ausbildung gemacht. Darum heißt es ja auch Ausbildung, aus mit Bildung, aus, aus, aus. Ich habe eine Ausbildung. Schlaue Leute machen Weiterbildung. Manchmal auch Fortbildung. Das machen überwiegend Führungskräfte in großen Konzernen. Die nehmen teuer bezahlte Seminare noch mit und dann gehen sie fort. Da sage ich zu dem Unternehmer immer, schade, ne? Wäre gut gewesen, Sie hätten den behalten können. Und dann frage ich immer ganz frech, kannten Sie diesen Menschen persönlich? Aha, Sie haben ihm also kein Ansehen gegeben. Ich liebe das deutsche Wort Ansehen. Ansehen heißt, ich gebe einem Menschen Ansehen, weil ich ihn ansehe. Ganz entscheidend wichtig. Aber das wäre ein anderer Vortrag. Zurück zu meiner Geschichte. Seit meinem 20. Lebensjahr ein Traum, mit 5 Bällen zu jonglieren. Und ich gestehe, ich habe es immer wieder probiert. Aber ich habe echt gemerkt, man muss wirklich jeden Tag 4-5 Stunden trainieren. Und vor 5 Jahren,
kommt nach meinem Vortrag eine junge Frau ganz in der Nähe von dem Ort, wo Friedrich Wilhelm Raiffeisen aufgewachsen ist. Ich denke, Sie wissen das, wo er aufgewachsen ist. Hamm. Hamm in Nordrhein-Westfalen. Und ganz dort in der Nähe kommt eine junge Frau zu mir und sagt, hallo, ich kann auch ein bisschen jonglieren, darf ich Sie was fragen? Wie geht das mit 5 Bällen? Und ich sagte zu ihr das, was ich immer auf die Frage gesagt habe. Ganz schwierig, ganz schwer. Na, so habe ich es nicht gemacht, aber kennen Sie das? Wenn man selbst etwas nicht kann, was man gerne können würde, und man wird danach gefragt, dann wird das ganz schwer. Dann macht man dem anderen nicht, hey, ich habe es bisher nicht hingekriegt, aber Sie können es. Nein, man sagt selbst, habe ich alles probiert, ganz schwierig, ganz schwer. Der Markt da draußen, ganz schwer, habe ich alles ausprobiert, ganz schwer, ganz schwer. Wir brauchen auf dieser Welt keinen zweiten Computer, brauchen wir nicht. Ne? Das Automobil wird sich nie durchsetzen, die Pferdekutsche, naja, bei Ihnen ist sie noch da. Naja, aber das wird nie durchsetzen lassen, ganz schwer. Und ich habe erkannt, ich bin doch ein Mutiger, da habe ich der jungen Frau gesagt, hey, da muss man viel trainieren, aber Sie schaffen das. Sie schaffen das. Das war gerade die Zeit, wo der Satz bei uns ganz groß war. Sie schaffen das. Und dann hat diese junge Frau es geschafft, mich mit einem einzigen Satz rückzumotivieren. Und Sie auch. Sie schaffen das auch noch. Und dann war ich für 3 Sekunden motiviert. Sie hat dann noch einen Satz gesagt, aber sie sagte dann, aber ich glaube, Sie sind jetzt zu alt. Und wenn eine junge Frau Ihnen mit 52 sagt, Sie sind zu alt, haben Sie 2 Möglichkeiten zu sagen, stimmt oder nee. Und ich habe wirklich, die Geschichte ist, Romy, ich kann es bestätigen, hast du noch nie gesehen, was ich jetzt mache. Ich habe nochmal angefangen. Ich habe mir gesagt, warum eigentlich nicht? Mein Traum nochmal rausholen, jonglieren mit 5 Bällen. Nur eins habe ich sehr schnell festgestellt. Als ich mit 3 Bällen in München im Englischen Garten jonglieren begann, sah das ungefähr so aus. So, aber wissen Sie was? Von überall her kamen die Leute zu einem und sagten, wow, das ist ja toll, darf ich auch mal probieren, wie geht das? Wenn Sie mit 52 in Berlin im Viktoriapark mit 5 Bällen jonglieren üben, dann sieht das ungefähr so aus. Und wieder kommen von überall her die Leute zu Ihnen und sagen, na, klappt wohl nicht. Üben, üben, üben. Üben, üben, üben. Und das Schlimmste, was mir damals passiert ist, ist wirklich genauso abgelaufen. Läuft ein kleiner Junge, der war vielleicht so groß, mit seiner Mutter an mir vorbei. Und der Junge sagt beim Vorbeigehen, Mama, wer kann es ja nicht. Und jetzt kommt das Schlimmste. Jetzt kommt das Schlimmste. Jetzt müssen Sie mit 52 2 Bälle mehr aufheben als damals mit 30. Mit 19. Mit 30, wie komme ich jetzt auf 30? 2 Bälle mehr. Und sollten Sie alle unternehmerisch denken und handeln, dann wissen Sie eines. Als Sie angefangen haben, etwas zu tun, hatten Sie die Leichtigkeit nach dem Motto, ich habe ja nichts zu verlieren. Wenn Sie mit 5 Bällen jonglieren, stehen Sie innerlich permanent da, wenn die Leute doof schauen, aber ich kann es auch mit 4, ich kann es auch mit 4. Nein, ich möchte Ihnen Mut machen. Diese Phase müssen Sie durchlaufen, wo Sie vielleicht mal für kurze Zeit nicht der Crack sind, nur das machen, was Sie sowieso können, sondern den Mut haben, sich nochmal neu, ganz neu aufzustellen. Und glauben Sie mir, wenn Sie jetzt jemandem sagen, ab 35 aufwärts, ich studiere nochmal, was? Hä? Ja, hast du das nötig? Sie hören in der Regel immer nur dumme Kommentare. Aber ich möchte Ihnen Mut machen. Es kommt der Tag, wo Sie sagen können, jetzt kommt der Tag. Sie merken, es ist heute noch, es kommt der Tag, wo Sie sagen können, juggling with 5 balls, ich denke, es reicht. Und spätestens hier merken Sie, man muss täglich trainieren. Ich habe heute noch nicht trainiert. Das ist der Early Bird, ne? Ja, hat noch nicht trainiert. Aber ich möchte Ihnen Mut machen, probieren Sie neue Dinge aus. Vielleicht nur als kleines Beispiel, ein Freund von mir ist sensationeller Surfer. Seit vielen, vielen Jahren.
Großartig, ich könnte Ihnen jetzt tolle Geschichten erzählen, aber ich mache es kurz. Wirklich großartiger Surfer. Und ich habe ihn mal gefragt, hey, schon vor Jahren, fängst du noch Kitesurfen an? Und da sagte er, bist du wahnsinnig? Da muss ich mich mindestens einen Sommer lang blöd an den Strand stellen und so machen. Und alle gucken blöd. Ich liebe es, wenn alle toll gucken. Ne? Er wird aber nicht weiterkommen. Er wird nicht weiterkommen. Das ist keine Kritik an ihm. Aber ich sage immer, weitermachen. Ich habe gerade die Tage wieder einen wunderbaren Kollegen von mir, vielleicht kennen Sie den, Karl Pilsel. Ich liebe ihn, großartiger Redner. Und er sagt, Sie müssen eins wissen, zwischen 20 und 50, das ist so die Phase, wo man in der Regel Business aufbaut, haben Sie 30 Jahre Zeit. Da wir aber alle viel älter werden als unsere Vorfahren, können Sie zwischen 50 und 80 nochmal 30 Jahre haben. Und das Tolle ist, Sie haben vielleicht nicht mehr den Elan und die Kraft wie mit 20, aber Sie haben mehr Geld und mehr Wissen. Sie haben viel mehr Know-how und viel mehr Wissen. Nicht umsonst machen Menschen in dieser Lebensphase ab 49 aufwärts nochmal ein neues Business. Das sind früher die Männer Politiker geworden. Heute werden die 20-Jährigen Politiker. Und haben leider das Wissen nicht. Keine Anklage. Ganz entscheidend. Der vierte Same. Der vier Same. Und im Englischen heißt vier die Furcht. Ruhe. Und darum heißt sie auch Industrie 4.0. 4.0, die Angst vor der Digitalisierung. Ich sage denen immer, drehen Sie es einfach um, 0.4. Haben Sie keine Angst, keine Furcht. Und ich habe es ja schon verraten, ich bin Jahrgang 61. Ich bin mit Furcht aufgewachsen. Meine ganze Kindheit war Furcht. Ich weiß nicht, wie es dir ging. So immer hat man uns erzählt. Also bei mir zum Beispiel hieß der Bullermeckerle. Ich weiß nicht, wie der bei Ihnen in Österreich heißt. Wenn du nicht recht tust, dann kommt der Bullermeckerle. Ich weiß bis heute nicht, wer das ist. Aber ich habe Angst gehabt, oder dann diese ganzen Jahre, der Russe kommt. Als ich vor einigen Monaten in Frankfurt an der Oder gesprochen habe, da rief einer aus dem Saal, der war bei uns schon da. Vor dem haben wir keine Angst gehabt, wir haben Angst vor ihm gehabt. Verrückt, ne? Wir werden immer in Furcht gehalten, ist ja klar. Weil in dem Moment, wo Menschen in Furcht gehalten werden, können sie die ganz leicht manipulieren. Sie müssen nur sagen, Furcht. Und ich merke eins, ich war vor 2 Wochen in Dresden, da muss es einen Brief geben, da steht drin, also für alle Touristen, in allen Sprachen der Welt, nachts ab 11 ist diese Stadt sehr gefährlich. Weil die Stadt war leer. Gestern Abend war ich noch spät nachts unterwegs, die Stadt war voll. Also hier anscheinend haben die Menschen keine Angst. Furchtsame, kennen Sie den? Den Furchtsamen. Man sät die Furcht. Und ich sage, bitte nicht. Unternehmer, die bei der Jahresauftaktveranstaltung dastehen, sagen, oder Führungskräfte, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir gehen ganz schweren Zeiten entgegen. Nächstes Jahr wird sehr schwierig. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen werden. Wir haben es sehr, sehr schwierig. Denen sage ich immer, denken Sie ans Bergsteigen. Und in Österreich kennt man das. Karl Pilsel zitiert das in seinem Vortrag. Der sagt immer, was, bei uns in Österreich nimmst du dir einen Bergführer, aber das dürft sie in Deutschland nicht sagen. Und kein Bergmanager. Du brauchst einen, der sagt, hey, da gehen wir auf. Auf geht's. Ich liebe da immer diese Louis Trenker-Filme. Auf, auf müssen wir. Da, schaut's auf. Seht ihr das Gipfelkreuz? Da gehen wir auf. Stellen Sie sich mal vor, Sie hätten einen Bergführer, der sagt, also das wird sehr schwierig. 20% von euch werden nicht zurückkommen. Ich weiß auch nicht, ob ich euch halten kann. Also, kommt, geh mal los. Da geht keiner mit. Nein, im Gegenteil. Ich habe einige Freunde, die Bergführer sind. Und falls jemand hier im Raum ist, würde es bestätigen. Ein Bergführer darf einen Satz nie sagen. Nie. Wenn er oben am Berg ist und es ist Nebel. Ha, jetzt weiß ich nicht mehr, wo wir hin müssen. Da muss ich nicht mehr wohin müssen. Das darf er nie machen. Nie. Und deshalb sage ich, eine Führungskraft darf nie sagen, wir haben schwierig, sie dürfen sagen, wir haben eine Herausforderung. Leute, da kommt was auf uns zu. Da denke ich dann an diese Führungskräfte, die Herzöge. Das waren die, die vor dem Heer zogen. Das Wort Herzog kommt daher. Der vorne steht. Da gibt es diesen Film Braveheart. Ich liebe den Film, wenn Mr. William Wallace, gespielt von Mel Gibson, im Englischen hat er ja noch so, oh, I'm here, oh, I'm here, you are there.
Er steht ganz vorne, hinter ihm seine ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und stell sich mal vor, er hätte jetzt gesagt, also passt auf, ihr bleibt hier stehen. Ich gebe euch ein Zeichen. Das ganze Team hätte sich sofort aufgelöst. Sofort. Keine Furcht. Nur eines dürfen wir dabei nicht vergessen. Den Ehrfurchtsamen bitte nicht mitentsorgen. Den Furchtsamen, den müssen wir loskriegen. Aber nicht den Ehrfurchtsamen, so wie es so heißt, das Kind mit dem Bade ausschütten. Der fehlt in unserer heutigen Zeit mehr denn je. Ehrfurcht. Ehrfurcht vor dem, was Sie da draußen sehen, vor den Menschen. Ehrfurcht. Ganz entscheidend, aber keine Furcht. Kein Oh, alles wird weg. Sprechen Sie das Gute aus. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich werde oft gefragt, wie geht's dir? Kennen Sie die Frage? Freunde, und wie geht's dir? Dann sage ich aus voller Leibeskraft, sensationell. Mir geht's sensationell. Das müssen Sie mal machen. Da sagen die Freunde meistens, jetzt komm. Jetzt komm, jetzt übertreib mal hier nicht. Ne? Komm, du hast auch Probleme, oder? Dir geht's auch schlecht. Ne? Sag ich, nein, mir geht's sensationell. Ich bin heute Morgen aufgewacht, ich habe an die Decke geguckt. Es hat nicht reingeregnet. Sensationell. Und dann bin ich in mein Badezimmer gekommen. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Bei mir kommt am Waschbecken, das ist das Becken, wo man sich wäscht, Trinkwasser raus. 24 Stunden jeden Tag ununterbrochen. Trinkwasser. Und wenn ich dann noch in die Küche komme und den Kühlschrank aufmache, dann denke ich jeden Morgen, das schaffe ich heute nicht. Schaffe ich nicht. Sensationell. Und alles andere ist noch obendrauf. Top off, so wichtig. Und in dem Moment sind Sie beim fünften Samen. Sie kennen alle dieses Zeichen, ne? Kennen Sie das? Darf ich Sie mal, gehen wir in die Menge hinein, darf ich Sie mal bitten, ganz kurz so, kennen Sie das? Ja! Kennen Sie auch das Geheimnis, das Sie immer treffen? In die Augen schauen. Wenn Sie, gib mir fünf, machen, einfach in die Augen schauen, dann funktioniert es, wir können es noch ausprobieren. Genau. In dem Moment, wo Sie auf die Finger schauen, schauen Sie auf die Finger, das machen dann beide, dann geht es aneinander vorbei. Dieser Same, Sie können, machen wir einfach mal zum Auflockern heute Morgen, wenn Sie Lust haben, links und rechts machen Sie mal, gib mir fünf, schauen Sie sich an. Ja, super. Und dieser, dieser Same, Ich bin schon in der Zeit, Rumi, du musst mich bremsen, ich bin in der Zeit. Ich fasse jetzt zusammen, das nennt man bei meinem Vortrag eine Zusammenfassung. Beim fünften Samen fasse ich Same 6, 7 und 8 noch mit hinein. Ja, der fünfte Same heißt der Freudsame. Der Freudsame. Und in dem Moment, wo wir Freudsamen haben, haben wir den sechsten Samen auch gleich automatisch. Das ist wie mit dem sechsten Sinn. Ich nenne den immer den Sinnsamen. Macht es Sinn, was ich hier mache? Oder umgekehrt die Frage, was haben die Menschen davon, dass es mich hier gibt? Was haben die Menschen da draußen davon, dass es ihr Unternehmen gibt, ihre Arbeit, was sie machen? Langfristig gesehen, langfristig. Das Lange frisst dich. Und zwar mit dem, was du säst. Auch da ganz entscheidend. Was haben die Menschen davon? Gehen sie morgens an den Arbeitsplatz und sagen, ja! Geil! Großartig! Wow! Oder gehören Sie zu denen, die denken, um Gottes Willen, wer bei mir kauft, der ist ja ganz schön blöd. Ne? Also das. Furchtbar. Immer wenn ich bei Ärzten spreche, dann sage ich, würden Sie sich selbst auch operieren? Na, wissen Sie, wie viele Menschen da draußen Dinge verkaufen müssen, die sie selber niemals kaufen würden? Um bei meiner eigenen Branche zu bleiben, wissen Sie, wie viele Schauspieler in Serien mitspielen, die Sie selber niemals gucken würden? Die produziert werden für Menschen, wo Sie denken, das sind doch die totalen Dumpfbacken. Ne? Und hier erlaube ich mir zu sagen, das frisst Seele auf. Das frisst mit der Zeit Seele auf. Es ist wichtig zu sagen, ich weiß, dass meine Arbeit und das, was ich tue, einen Sinn macht. Und hier sind wir bei Raiffeisen. Großartig, was der Mann gemacht hat. Großartig. Hat gesagt, hey, sinnstiftend. Und Sie sehen, da steht er in Österreich. Und das muss ein Deutscher erstmal hinkriegen. So ein Gebäude. Ja, das ist so. Keine Anklage. Das ist so. Wow. Wow. Und dann ist der siebte Same auch sofort dabei, der Same des Aussiebens.
Wir müssen nicht mehr alles mitmachen. Seit meinem 50. Geburtstag weiß ich, ich muss es, also spätestens da habe ich es richtig ausgesprochen, ich muss es nicht mehr jedem recht machen. Ich muss es nicht mehr jedem recht machen. Mehr und mehr komme ich in ein Leben, wo ich sage, ja, ich mache das gerne, aber ich muss es nicht mehr recht machen. Muss ich nicht. Aussieben. Der siebte Same ist der Same des Siebens. An der Stelle könnte ich Ihnen noch die Geschichte von Sokrates erzählen, aber die können Sie, um es kurz zu machen, nachlesen. Die Geschichte mit den drei Sieben, wo Sokrates erzählt, nehmen Sie sich die Zeit. Und am Ende, der achte Same, ein jeder achte den anderen auch. Ein jeder achte den anderen. Früher hat man gesagt, höher als sich selbst. Da kommt ja der Begriff Hochachtung her. An den Briefen stand das unten, hochachtungsvoll. Das bedeutet, das kommt aus dem Biblischen, ein jeder achte den anderen höher als sich selbst. Ich gebe hier so eine kleine Upgrade-Variante. Ne? Ein jeder oder Downgrade, müsste man sagen. Ein jeder andere den anderen auch. Und auch das keine Anklage, aber ich erlebe immer mehr, egal wo sie unterwegs sind, eine Welt der Unachtsamkeit. Menschen haben ein Ziel und sagen, da muss ich hin. Und da sitzt jemand im Weg, das interessiert mich auch nicht. Habe ich schon oft in Cafés erlebt. Steht jemand auf, läuft los, hinter ihm fällt alles um. Vor kurzem wieder ein Mann dreht sich um. Ist nichts passiert. Schaut sich selbst an und sagt, es ist nichts passiert. Der Mann neben ihm hat ein Glas Wasser ausgeschüttet. Nein, es ist mir nichts passiert. Im Autoverkehr können wir das erleben. Mir ist nichts passiert. Immer so. Und ich glaube, übrigens gerade beim Autofahren können wir das sehr gut üben. Haben Sie mal erlebt, wenn hinten in jemand... Das geht ja in Österreich gar nicht so. Ne? Also in Deutschland, wenn Sie fahren mit 160 auf der Autobahn und werden manchmal kommt bei mir so dieses, oder früher, also früher, ne, kam das Gefühl, jetzt James Bond sein und diesen Knopf haben. Wo hinten so die Klappe runtergeht, zwei Raketen rauskommen und du drückst auf eine drauf. Und ich habe mir wirklich das mal durchgespielt. Ich hatte diesen Gedanken und dachte mir, okay, dann würde man nach deutschem Recht sagen, ich bin bedrängt worden und dafür habe ich den umgebracht. Hochachtung. Achtung. Sehr, sehr wichtig. Ganz entscheidend. So, und zusammengefasst, ich habe es ja angekündigt, manchmal haben wir schwierige Bedingungen. Habe ich die Zeit noch rum? Ich kriege die noch. Bitte. Manchmal haben wir schwierige Bedingungen. Und das hier, meine Damen und Herren, sind schwierige Bedingungen. Das ist ein oberschwäbisches Schlagzeug. Oberschwäbisch deswegen, weil es kostet nicht viel. Das verstehen die Wiener nicht. Nee. Also, ne? Es kostet nicht viel, heißt, es ist preisgünstig. Und stellen Sie sich einmal vor, ein Kind wünscht sich zu Weihnachten ein Schlagzeug. Dann kommt der 24. Dezember, der erleuchtete Weihnachtsbaum, und davor steht dieses Gerät. Und die Eltern sagen zu dem Kind, völlig aufgeregt, wir haben dir ein Schlagzeug besorgt. Das sagt jedes Kind. So habe ich es mir vorgestellt. So ist es übrigens auch in vielen Unternehmen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünschen sich etwas von den Führungskräften und dann kommen die und sagen, wir haben ihnen ein neues Tool besorgt. Und jetzt kommt dieser berühmte Satz, unter diesen Bedingungen kann ich leider nicht arbeiten. Es geht nicht. Es geht nicht. Und dann sage ich doch, es geht. Wenn ich eine andere Einstellung habe, das ist mein Notfallinstrument, mein wichtigstes Tool. Immer wenn schwierige Bedingungen im Raum sind, hole ich dieses Tool gleich am Anfang raus. Also Sie können davon ausgehen, wir sind am Ende. Also keine schwierigen Bedingungen heute. Und es gibt eine Anekdote, da war ich vor einigen Jahren in München und da war eine Bürgermeisterin, die saß auch in der ersten Reihe, ungefähr auf ihrer Position, kam nach meinem Vortrag und sagte, Herr Wort, das war eine super Sache, was Sie gemacht haben. Das war eine Ermutigung. Das brauchen wir. Wir haben auch eine Veranstaltung. Da brauchen wir das. Da müssen Sie die jungen Menschen ermutigen. Da haben wir so einen Bildungstag. Und da ist eine wahnsinnige Stimmung. Verstehen Sie? Da brauchen wir so diese Ermutigung. Mit dem gibt keinen Rahmen. Also ich habe die letzten Sätze auch nicht verstanden. Und einer der Sätze war, es gibt kein Honorar. Und Sie müssen wissen, in der Regel... Hier ist es anders. Ne? In der Regel bekommt man, wenn man kein Honorar bekommt, keinen Parkplatz, keine Garderobe, man bekommt gar nichts, weil sie sind nichts wert. Auch interessant.
In dem Moment sind sie nichts wert. Im schlimmsten Falle hören sie dann noch am Ende. Ich hatte den Eindruck, der hat kaum Vorträge und der war froh, dass er mal sprechen durfte. Ja? Auch schon erlebt. Und dann bin ich da hingefahren, Bildungstag, riesengroße Sporthalle im Osten von München. Ich würde mal sagen, 700, 800 junge Menschen der umliegenden 8., 9. Klassen Hauptschule. Und ich sollte ermutigende Worte haben. Nur die Mikrofonanlage in dieser Riesenhalle hatte wahrscheinlich auch nichts gekostet. Die Mikrofonanlage hatte permanente Sprachsätze. Das heißt, und jetzt stehe ich mal, Sie sind, und wollen, es ist schwierig, schwierig. Kennen Sie das? Sie sind irgendwo da vorne und reden ins Mikro, und Sie sollen jetzt die Menschen sagen. Und jetzt müssen etwa ganz. Genau. Übrigens ein Riesenkompliment an die Technik hier. Großes Kino, ganz hervorragend. Super. Vielen Dank, wirklich. Vielen, vielen Dank, Reinhard. Was Sie jetzt machen müssen, ist Change-Prozess. Da müssen Sie Change-Prozess machen und sagen: Veränderung. Das Mikrofon geht, brauche ich auch nicht sagen, bringe höher. Mach da. Was habe ich gemacht? Ich habe nicht geredet, weil es bringt. Hören die nicht. Und dann habe ich mein Notfallinstrument aufgebaut und habe gedacht, einfach machen. Mach es wie schlaue Führungskräfte, nichts reden, einfach machen. Und das ist der Abschluss, der sogenannte fünfte Same, der Freud-Same, wo wir uns alle mal freuen, auch wenn wir schwierige Bedingungen haben. Ich habe dann Folgendes gemacht. Und da war eine bessere Stimmung als hier drin, sage ich. Also. Aber das hätte ich mir denken können. Das hätte ich mir denken können. This is not the rhythm. Das hätte ich mir denken können. Das ist nicht der Rhythmus für den Wiener am Morgen. Der Wiener am Morgen braucht es traditionell. Nein. Sorgen Sie in Ihren Unternehmen dafür, dass gute Stimmung ist. Verstreuen Sie den Freud-Samen so oft wie möglich. Und damit gehen wir jetzt wirklich dann über. Ich brauche nur zwei Gruppen. Gruppe A, E, die hintere Gruppe, Sie sind gleich dran. Gruppe A, Sie machen einfach yeah. Oder hey, machen wir heute hey. Machen Sie hey, ich gebe Ihnen ein Zeichen und Sie machen hey, ja. Sollten Sie sich schon länger nicht mehr gefreut haben, vorsichtig, nicht, dass Sie sich die Schulden ausrenken, machen Sie nur so. So. Und die Gruppe hier drüben, sie machen ho, ho, ja, hey, ho. Okay, wir probieren es mal. A one, two, three, four. Okay, also ich schreibe das Wort auf. Na, Sie kriegen es hin, alle gleichzeitig. A one, two, three, four, hey. Ho, hey, ho. Ah ja, wenn ich das mache, dann machen alle, die dort hinten stehen, wuhu, 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 wuhu. Ja, und das sage ich in den Unternehmen immer, wer nicht gleich mitmacht, muss später Blödsinn machen. Deshalb, hey, ho, und ich sage, mehr mache ich jetzt nicht. Romy, vielen, vielen Dank für das Vertrauen, dass ich heute wieder hier an diesem wirklich wunderbaren Ort, ganz große Klasse, sprechen durfte. Vielen Dank, meine Damen und Herren, und ich wünsche Ihnen einen achtsamen Tag. Dankeschön. Hey, ho. Dankeschön. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Ah ja. So. Der achte Same. Oh. Kommst du nochmal zurück? Ja. Ich bin schon da. Du hast uns nicht enttäuscht. Der Morgen hat Sinn gemacht, danke. Er hat Spaß gemacht, er hat uns bereichert, er war einfach wunderschön. Und darf ich dich bitten, das 125. noch einmal zu machen? Da muss ich aber 10 Jahre warten, das ist zu lange. Gut. Herzlichen Dank. Nein, danke dir, wir haben dir ein Fläschchen Wein für dich und Rebecca für abends heute, nachdem wir beide so früh aufstehen hat müssen. Das ist sensationell. So was gibt es im Arzner. Oberschwäbischen maximal zum 80. Geburtstag. Also, das ist schon großes Kino. Wow, großartig. Danke dir. Vielen Dank. Danke dir. Danke, vielen Dank. Dankeschön, herzlichen Dank. So schön kann Breakfast Briefing sein. Gell? Heute ist ja ein ernster Tag. 25. Mai,
Seit Wochen werden wir torpediert mit Bitten um Akzeptanz, weiterhin Mailings beschickt zu können. Also vielleicht beginnt eine harte Zeit. Wenn Sie bei uns noch nicht unterschrieben haben, bei RBI und auch bei PwC, tun Sie es jetzt, ansonsten werden wir uns hier nie wieder sehen können. Sie sind Ihnen die konsequent bewusst. Ich hoffe, dass das ein Aufruf war und ein Appell, die Zustimmungserklärung vielleicht noch nachzureichen. In diesem Sinne darf ich mich bei Johannes noch einmal bedanken. Du hast nicht umsonst, aber pro bono hier gearbeitet, wie übrigens alle 115 davor und auch du. Start das Programm für junge Menschen mit Migrationshintergrund profitiert davon. Katrin sitzt heute in der ersten Reihe, Katrin Berndt. Sie ist auch draußen mit Informationen, wenn Sie sich interessieren, was machten Sie mit dem Geld, das Sie dafür bekommen, eben junge Menschen gut zu integrieren, mal vorbeigehen und schauen und vielleicht wird es ja auch was mit einer Partnerschaft wie diese, die wir gemeinsam erleben dürfen. In diesem Sinne, das Frühstück ist fertig. Ich wünsche Ihnen eine ganz gute Zeit. Wir sehen uns vor dem Sommer noch einmal. Danke an meine Co-Gastgeber. Herzlichen Dank, Gerhard Stephan. Und herzlichen Dank, PwC. Und an meine Kollegen. Und haben Sie einfach einen schönen Tag. Alles Gute.